60 Kilometer. So, herzlich willkommen zu unserer ersten Altes Live-Folge. Ich habe mich hier mit ein paar Jungs zusammengetan. Ihr seht, wir haben auch schon ein bisschen Equipment. Die sind auch schon fleißig am Drogen dealen. Dementsprechend konnten wir uns schon Waffen leisten. Und da wir auf diesem Server schon einige Male überfallen wurden, haben wir gesagt, uns reicht es jetzt und wir drehen den Spieß um. Und ja, hier seht ihr jetzt unsere ersten Versuche, ein paar Überfälle zu realisieren. Viel Spaß dabei. Warum nicht zum Heroinhändler? Weil die Leute verkaufen dann quasi ihr Salz, haben dann 160.000, wenn sie mit dem LKW da sind, am Mann. Ja. Überfällst du und hast 160.000 gemacht. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt. Habt ihr schon mal ausprobiert? Conny und ich haben mal einen in der Stadt einen übergebraten, der hat aber nur 10.000 dabei. Der Frank, jetzt ist hier ein anderer Heli auch noch. Oh, das ist ein Polizeiheli, jetzt kann ich hier wieder nicht landen. Oh, mal diese Penner. Das hier ist die Bank, oder? Nee, das ist irgendwas. So sieht aber normalerweise auch eine Bank aus. Kann man hier ejecten? Ja. Nee. Solltest du unterlassen. Gut, das ist kein Fall schon. Soll ich euch mal rauslassen und mal zum Salzfeld fliegen? Mal gucken, ob was geht überhaupt. Mhm. Ich würde noch mal mitfliegen zum Salzfeld. Ich will auch gucken. Hallo, und raus. Ich komm mit. Also ich würde sagen. Ja. Na, Johannes hat gleich das Ding auf dem Tower gefunden, wa? Genau, einer hoch, ich mach das hier unten. Sehen die mich denn da nicht von der Straße aus? Nö. Three, form on me. Four, return to formation. Wo sitzt die anderen Jungs? Also ich bin jetzt im... Naja, weiß, ja, ich sehe dich. Und ich stürme dann hier raus, sobald er das Kram getradet hat. Sobald er dann, also ihn nicht erschießen, weil wenn er ihn erschießt, ist das Geld weg. Kannst es, glaube ich, nicht aufheben. Ne, du musst ihm eine überbrezeln. Und ausrauben. Und dann Mauskreuz und ausrauben. Hier ist nix. Muss ich ihn nicht erst noch fesseln? Nö. Sag mal kurz leise. Kompass. Kompass, kommt direkt was angeheizt. Geil. Das ist ja ein krasses Auto, ne? Ein richtig krasses Auto. Bane? Ja. Ein dickes Militärauto ist das. Oh, weg! Der fährt aber, glaube ich, weiter. Das sind die Todis! Der fährt weiter, der fährt weiter. Die hatten vielleicht die gleiche Idee. Ja. Aber gerade war auch wieder dieser blau-weiße Heli hier bei mir und ich bin nur 3 Kilometer von euch entfernt, also passt auf. Der dreht um. Was, der sieht mich hier bestimmt. Wenn er aussteigt, soll ich das Feuer öffnen? Ja, mach einfach. Du bist neu auf dem Server, du kennst die Regeln nicht. Er hat mich, glaube ich, gesehen und fährt weg. Der Heli, sind wir das? Nee. Nein. Das müsste ein Orca sein, ein blau-weißer. Der gehört auch zu den TD-Olern. Das sind die wieder, die Schweine. Ich ramm sie jetzt weg mit dem Heli einfach. Kann mal passieren, ist ja jetzt keine Rollenspielmäßig sein. Wie viel Mann sind wir jetzt hier? Zu zweit oder zu dritt? Wir sind zu zweit. Der Orca kreist über uns. Ja, der hätte ich gespottet bestimmt. Ja, ich verpiss. Shit, was mache ich denn jetzt? Ich muss eigentlich hier runter.
Salzprozessor gucken, ob was. Du meinst Hero Drug Dealer oder was? Mhm. Du fliegst. Achso, Salzprozessor, okay. Kommt wieder ein Heli? Das könnte ich sein diesmal. Nee, ist ein Dicker. Nee, dann bin ich's nicht. Ja, Salzprozessor ist auch clean. Der hovert über mir. Ich komme! Leroy! Ich glaube, wir sollten uns hier besser verpieseln, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob man durch diese Rebellenkarre schießen kann. Mhm. Wenn versuchen vielleicht die Reifen kaputt zu machen, dass sie aussteigen müssen. Die Rebellenkarre hat sich verpisst. Na, der Heli scoutet, keine Angst. Der Heli ist gelandet. Wo? Richtung Ost, na ja, Süd, Südost so. Ja, also ich glaube, wir sollten uns hier. Ja, ich verschwinde schon. Also du bist noch da unten im Lager, ne? Jo. Ich kann auch nicht mehr schnell laufen, scheiße. Eti, bist du das? Ah, ich bin glaube ich noch weit weg, ich sehe keine Riesen. Nee, das ist ja nicht, das ist ein Kleiner. Conny, wo seid ihr? Also, wir kommen jetzt auch vom Salzprozessor quasi direkt an der Küste entlang. Ah, okay. Müsste von auch. Norden, also. Bei dem Bankgebäude, da in der Nähe müsste der irgendwo gelandet sein. Vielleicht könnt ihr den aus der Luft spotten. Ich krieg nochmal rechts den Hügel ab, nicht, dass sie da jetzt irgendwie hin sind. Conny, ich müsste jetzt unter euch sein. Ja. Ah, ein Heli ist bei mir hier hinten. 5. Return to formation. Verfolge den gerade mal. 4. Form on me. Das ist aber ein kleiner. Weiter nach links müsst ihr fliegen. Da glaube ich ist der irgendwo gelandet. Warst du jetzt gerade unter uns? Ja. Ja, okay. Und jetzt wieder ein Stück nach links. Auto? Auto? Jo, da kommt ein Auto. Ein roter SUV war das, glaube ich. Der leckt ziemlich, glaube ich. Ja, ich bin direkt an der Straße leider dran. Ich versuche mich immer so ein bisschen zu verschanzen. Aber jetzt über euch. Ist noch Werfer am Salzlager, dass wir die überfallen können? Ja, ich bin weggerannt. Warte, du kannst aber auch zurück, also sieht frei aus. Ich habe weder den Heli noch den Offroader gesehen, also den bösen Offroader. Der Heli ist auf jeden Fall gelandet, das habe ich gehört. Ja, rechts von uns, Yeti. André, glaube ich, ne? Wo denn? Ja, da vor fliegt uns. Einer. Der fliegt da. Aber das ist auch ein Little Bird. Aber bin ich das vielleicht? Ich habe ja über den Jungs gerade. Nee, die sehen wir ja mit dem Hexagon. Achso, ja, stimmt. Wo ist denn der rote SUV? Ja, wo ist er? Return to formation. Der hier wimmelt's ja von Helis, ey. Ist ja der Hammer. Ich sehe. Ist das ein Glitch gewesen? Ja. SUV kommt? Ja, ich sehe ihn.
Weil der leckt da rum, ey. Naja, ja. Nee, warte, ich kann da auch. Ich schieß da. Überfahren von denen, das ist ganz gefährlich. Ich wurde vorhin schon überfahren. Ich schieß da auf gar nichts. Also ich könnte jetzt die Reifen zerballern. Nee, der leckt zu heftig. Lasst. Ihr müsst warte, anhalten. Bis er ausgestiegen ist. Ja. Oder dann bis er auf jeden Fall am Trailer war. Ich nähere mich jetzt von hinten an. Ja. Musst du überhaupt aussteigen? Der musst du gar nicht aussteigen, nee. Oder? Oder Reifen müsste zerschießen. Oh Gott, ist er weitergefahren? Nee, der steht da. Ich bin jetzt hinten dran. Bei der linken Halle. Soll ich dem die Reifen zerballern oder was? Ja, mach ruhig. Kalle kommt, glaube ich, von der anderen Seite. Ja, ich komme von der anderen Seite. Der ist jetzt hinterm Silo quasi lang. Reifen ist zerschossen. Nice. Alter, leckt der bei mir rum, ey. Ja. Ich bin das links von dir. Ja. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der Spieler? Der sitzt noch drinnen, der versucht abzuhauen. Wie kann der? Aussteigen. Aussteigen, Überfall. Raus da. Raus da. Hä? Kollege, raus da. Jetzt. Hat der eine Karte? Ja. Hinlegen, sonst bist du tot. Anderer Heli oben über uns. Ich deck ab, Ich deck ab. Der hat noch nicht verkauft. Conny, ist das TOD? Conny, Heli hat hinter dir. Ich kann ihn nicht scannen, kannst du dich mal drehen? Soll ich einen Schuss auf den Heli abgeben? Langsam, halt mal an. Soll ich einen Schuss auf den Heli Sebastian abgeben? Ist das. Nee, ist ein Dilbert. TDO fliegt mit dem Orca. Wir haben jetzt einen Fehler gemacht, ne? Was denn? Der soll seine Sachen verkaufen, sonst stirbt er. Wann ist Verkauft euer Zeug, verkauft das Salz. Du musst ihn entfesseln. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ich muss nochmal kurz. Alter, ist das unprofessionell, was wir hier machen, ey. Ja, du übst dich. Ich hab seine Munition. Sag mir den anderen Heli! Passt ihr mal lieber auf, dass hier keine anderen Spieler kommen und nix. Oh, der Orca war hier auch gerade. Ich hab jetzt seine Fesseln losgemacht. Aber der ist weggespawnt auf einmal. Der was? Waffe weg. In den Rucksack. Du kannst ja eine Waffe auch abnehmen, dass er sie droppen soll. Und jetzt das Zeug. Verkauft das Zeug jetzt. Verkauft dein Salz. Bitte. Da kommt was, Conny. Wo? 80 Grad. Was kommt da? Ich kann es nicht orten. Irgendein dicker SUV. Shit, das sind bestimmt schon die Bullen. Nee. Das ist ein Rebellen. Das ist TOD. Das ist TOD. Definitiv TOD. Von wo könnte man. Aber die gehen zur Bank. Die fahren zur Bank. Ist erstmal okay. Da steht auch der Orca-Heli. Bei der Radarkuppel. Ja, das meine ich. Nee, ich meine Johannes. Ja, okay. Ich sehe es. Ich bin an der Radarkuppel dran. Da ist auch ein Heli, der Dicke. Das meinte ich doch. Ich hau dem jetzt eine rüber. Fessel den und lass ihn hier stehen. Okay? Nein, hau dem eine rüber. Fessel ihn, nimm sein Salz. Ah, nicht gefesselt stehen lassen, oder? Nein, nicht gefesselt stehen lassen. Das ist nämlich echt langweilig. Hat er nicht schon irgendwo Salz? Kannst du nicht auf... Kann ihm keine rüberhauen. Wieso geht das nicht? Waffe weg. 5, form on me. Hä? Kannst du dem nicht irgendwie noch Zeug abnehmen, das Salz, das er gesammelt hat, und das einfach selber verscheuern? Ja, eigentlich geht das. Wo
Oder? Weiß ich nicht. Achtung, ja, der fährt los, der fährt los. Ah ja, repariert. Rebellentransporter kommt. Kommt zum Side Trader. Okay. Hallo, ja. Soll ich drauf schießen? Ich glaube, nee, mit deiner Muni kriegst du das nicht hin. Kalle, verzieh dich. Ich hole schnell ab. Kalle, verzieh dich. Oh Gott. Yeti, das geht nicht gut. Yeti, starte! Mach ich. Oh mein Gott. Ja, ihr seid gut. Ich bin ja auch noch da, ey. Ich guck mir das jetzt... Ja, Johannes, du bleibst da. Oh, Kalle. Wer ist denn da unten noch von uns? Das ist Kalle. Hallo. Okay. Aber ich glaube, die verfolgen jetzt Musst du den jetzt liegen lassen. Mann, ich habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Also ich muss auch bald mal tanken. Jetzt Hose ab. Der verfolgt den anderen, geil. Wie, er verfolgt den anderen? Der Bellenwagen verfolgt den wir schon ausgeraubt haben. Der wird jetzt zweimal hintereinander ausgeraubt, der Arme. Nee, ich hab ihn gar nicht ausgeraubt. 500 Eier hast ihm abgenommen. Ja. Wollt ihr mit? Ja. Ja, oder warte mal, vielleicht verscheuern die Rebellen gleich ihr Salz, dass sie dem jetzt abnehmen hier. Ja, dann fliege ich kurz tanken und... Halt! Ne, du bleibst da bei Johannes, dann gibt's eine Feuerdeckung. Wenn die sich den jetzt packen, vielleicht schnappen die sich sein Salz. Alter, wieso? Was ist denn, Kalle? Ach, das war so peinlich gerade eigentlich. Also ich hab mal 10.000 Euro gekauft. Waffe runter. Salz verkaufen. Ja, das war zu früh. Der hätte Waffe runter. Ja, wir hätten einfach warten müssen. Der konnte ja nicht mehr wegfahren. Das Auto war ja am Arsch. Wollt ihr mitfliegen oder da bleiben? Ja, der hat's richtig gemacht. 89.000, wie hat er das denn gemacht? Ja, der hat zwischendurch noch das gehabt. Ja. Ach so, scheiße. Na gut, dann sich die Vollidioten? Ja. Ich verkauf jetzt und fahre weg. Komm, lass abhauen hier. Also das müssen wir noch üben. Ja. Ja, gut. Ich bin bei Yeti drin. Ja, ich komm. So, nachdem dieser Überfall, wie ihr gesehen habt, eher etwas peinlich verlaufen ist, haben wir uns jetzt dann gedacht, scheiß drauf, jetzt gehen wir zum Drogendealer und überfallen die dicken Jungs. Und das haben wir dann auch in die Tat umgesetzt. Was ist das jetzt hier? Drogendealer. Seht ihr da was? Nö, ein Heli. Da sind Spieler, schnell landen. Beim Prozessor? Ja. Ne, beim Dealer direkt, ne? Beim Dealer. Heli ist aus, wunderbar. Jetzt geht er an. Nee, der startet. Geh schnell runter. Aber nicht in die Bäume rein. Auf den Rotor schießen. Ja, runter. Ja, jetzt sind sie weg, ne? Weg. Ja, schneller geht's nicht, es ist echt, sonst machen wir einen Abgang hier. Da eben gerade welche mit Heli gestartet, die fliegen in eure Richtung, Conny. Na gut, die kannst du ja nicht rammen, ne? Sehe keinen. Wo soll ich hin? Macht ja keinen Sinn. Kommt ein Heli zu euch. Das ist der Orca. Aber er ist nicht blau-weiß, er ist schwarz-weiß, glaube ich. Och, nö. Bullen? Ja, sah mir fast so aus. Wirklich? Nee, ist aber weiß-blau, glaube ich. Turin. Landet der? Einblassen.
Der ist weiß-blau. Keine Bullen. Ja, er landet. Übernehmen das Ding? Der geht quasi runter da. Könnten die Tots sein. Wie viel sind das denn? Wie viele steigen denn da jetzt aus? Ich hab die nicht so im Blick. Ich glaub bis zu 8. Naja, aber jetzt aktuell ist die Frage. Wenn er zwei aussteigen. Komm gerade mal angeflogen. Tatsächlich, der geht ja direkt wirklich vor mir runter, oder? Ja. Jo. Ja. Ich hab ihn im Blick, ich schwebe über euch. Meinst du, das ist so klug, jetzt hier mit dem Heli hinzufliegen? Ja. Er hat mich nicht bemerkt. Die sind gelandet. Ja, die hören mich nicht und sehen wahrscheinlich auch nicht. Einer ist ausgestiegen. Jo, der hat eine Waffe. Zweiter ausgestiegen. Dritter. Oh mein Gott. Drei? Die machen wir. Aber die sind gut verschanzt. Einer geht zum Dealer, die anderen beiden haben Waffen und draußen. Töten? Ja, sind die Tots wahrscheinlich. Ich würde sie töten, oder, Conny? Ich kann den ersten ausnehmen jetzt. Was jetzt? Töten oder nicht? Versucht's, der eine kommt zu euch. Einer läuft zu euch. Was heißt zu euch? Jetzt zu Kalle ins Haus. Schieß die alle weg. Jonas, hast du geschossen? Ja. Ich weiß nicht, warum der nicht tot ist. Ich hab den Headshot verpasst. Shit, ich sehe ihn nicht mehr. Er ist immer noch hinter Kalles Haus. Da ist ein Gilly. Zwei bei der Mauer neben dem Heli. Einer läuft über die Straße zum Haus. Der erste müsste tot sein. Jo. Au. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind, Jungs. Zweite down, das sind RAFs, geil. Einer ist noch beim Bogen, die da drin, glaube ich. Der Heli weg? Da ist noch einer beim Heli. Nee. Ja, hinten, rechte Seite vom Heli, also... ist jetzt ausgestiegen, läuft an der Mauer lang. Ich sehe ihn nicht. Unter die Mauer gelegt. Ja. Liegt mittig hinter der ersten Mauer zur Straße aufgestanden. Ich hab ihn gesehen. Wo ist er hin? Wo ist er? Läuft wieder zum Heli. Ist ein Heli eingestiegen, startet. Soll ich ihn wegrammen? Heli ist weg. Problem ist, dass... Er schießt. Wo sind die Leichen? Wo sind die Leichen von denen? Oh, die sind alle weggespawnt. Shit. Nee, rechts in den Drogen, im Dealerhaus könnte noch was liegen. Ja, ja, ja. Ja. 45.000. Ja? Aber sonst sehe ich nichts mehr. Habt ihr drinnen im Haus geguckt? Alter, ich schwebe hier auf, ja. Auf jeden Fall weg. Ja. Hab ich eigentlich einen? Ne, keiner will mit mir fliegen. Ja, schön RAF erledigt. Geil. Dauer. Aber wieso, also die SDAR ist nicht sehr durchstandskräftig. Ich hab da ein paar Mal auf den Dings drauf geknallt. Ich hab so viel auf die Scheibe und auf alles geschossen. Scheiße, ich hätte ihn erwischen können, ey. Also auch die Spieler... Ich flieg kurz tanken. Aber das war eigentlich nicht korrekt, ne? Nee. Also, so, nein, doch, das war korrekt. Die haben auf unseren Heli geschossen. Ich hab's gesehen, ich hab's auf Video. Okay.
So, das war unser erster Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke, also demnächst werden noch ein paar Jungs dazukommen. Das heißt, dann werden wir auch wirklich eine ziemlich schlagkräftige Truppe sein. Das werden sicherlich auch noch einige weitere altes Live-Folgen nachkommen. Ja, wenn ihr Spaß hattet, kommentiert, liked und abonniert wie üblich. Und ja, dann einen schönen Tag noch.